Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play GregTechno Horizons mit mir, der lieben Slans, der lieben Blue Jenny. Hallöchen! Und dem eleganten Elefanten Flame. Hallo, Alter, jetzt bald hast du auch alle Tiere durch. Also, wir haben vom letzten Mal her, ich glaube, ich habe die Turbine da gar nicht rangepackt. Hast du Seite oft mit irgendwelchen Wörtern, die sich reimen? Nö. Bei brummiger Braunbär, also. Couch, Chamäleon, dämischer Dachs, also. Hä? Du hast safe irgendwo eine Seite offen, oder da draufsteht. Hab ich recht? Nee, wirklich nicht. So. Aha. Ich brauche ein paar Energy Hatches. Kannst du gerne machen, ich hab wirklich keine auf. Kann Jenny gerne nachgucken. Aufschreiben. So, das heißt, wir brauchen jetzt aber eine HV-Gasturbine noch, die ich gerne automatisieren würde direkt. Und ich glaube, wir haben das sogar alles für. Titanium. Ah, Titanium-Rotoren haben wir noch nicht. Da ist es. So. Was zum... Hast du ernsthaft eine... Ich fand die lustig. Ich kann mich nicht bewegen. Die war nicht lustig, als du weg warst. Dann habe ich die mal gebaut, mal ausgetestet. So ein Schmuck. So. Warum sehen wir eigentlich kaum noch Sachen im Interface-Terminal? Ah, jetzt sehe ich wieder alle. Hä? Ich verstehe es nicht. Gut, also, Gasturbine. EV. Ach, die ganzen Prozessoren sind durch. Außer einer hat die gerade abgebrochen von euch. Nein. Was willst du? Ich warte auf dich. Worauf? Wollt noch zusammen bauen? Achso, nee, das Ding, das kannst du erstmal alleine aufbauen. Wie mein Chef. Morgen arbeiten wir zusammen. Oh nein. Er selbst ist ganz woanders und ich darf's alleine machen. Wir haben keinen Chrom mehr. Oh. Wann haben wir das denn mal? Ist ein Argument. So, Chromit muss im Elektrolyzer rein. Okay. Oh, ich hatte mal das Wort provisorisch gehört. Nein. Hat man das Wort provisorisch gehört? Bitte nicht. Weil sonst lass es und ich baue sie. Alles gut, das wird schon fein. Ich habe Angst. Alles gut, wird schon fein. Du machst es nicht besser. Alles so. Gut, ich mach das. Elektrolyzer, gib mir mal ein wenig Chrom. Ich brauche auch nur 3 Stück oder sowas. Danke. Ich wollte Input, genau. 2, 3 davon brauche ich. Dann brauche ich Output-Bus, Muffler, Output-Hatch, wovon wir nicht mehr viele haben. Flint und Zinn fehlt uns. Wer ist blind? Was? Nein, Flint, Dust und Zinn. Flint, ja, ich hab was hergestellt. Da ist hinten ein Messerator drin. An Flint Dust. Ah, okay. Gern geschehen. Danke. Vorbereitet nennt sich sowas. Wo denn? Ganz hinten. Nicht im EV. HV. Hinten. So noch ein. Ah. Okay. 19. Komm, ich nehme sie für dich raus. Hast du aber gut vorbereitet. Wir waren halt noch nicht fertig. So, schmeißt du rein bitte? Habe schon. Danke. Dann haben wir nämlich nochmal 10 davon. Was brauche ich noch? Keine Angst, ich habe ja noch weiter vorbereitet. Ich habe noch direkt 200 Flint hergestellt und lasse die jetzt gerade auch noch durchgehen. Das ist aber nett.
Gern geschehen. So, Coils brauche ich noch. Ich brauche noch Maintenance Hatch. Muffler brauche ich gar nicht. Ich brauche noch Mixer. Ich hoffe, du hast genug End of Pipes. Ja, hält sich in Grenzen, aber geht. So weiter wofür? Ja, für diese ganzen kleinen Strecken, die wir zurücklegen müssen. Heißen zwar Conduits, aber fast das gleiche. Wenn man... So. Zeitige Pässe her. Weiß ich, sind noch drei im System. Gut, zwei habe ich hergestellt, aber naja. Ja, weiß ich ja nicht. Ich merke mir das nicht, was wir alles da schon haben. Gerade gesehen. So, jetzt brauche ich noch die Gasturbine. Und dann sollte ich alles haben. So. Hier. Ich finde mein Bett nicht mehr. So. Also, was wir vorhaben, ist relativ simpel. Wir werden eine... Eigentlich irgendwann mal... Ich gehe ja schon schlafen für dich. Ups, das war falsch. Befreundlich. Chaos. Wir werden eine Weizenfarm aufbauen, die uns sozusagen das Weizen gibt und mit dem Weizen dann Plant Balls, dass wir dann wiederum schneller Ammonia bekommen, also quasi die ganzen Stränge hier durch bis zum Ammonia. Und mit dem Ammonia wollen wir jetzt ja anfangen, Nitrobenzene zu machen. Für Nitrobenzene brauchen wir ein paar Zwischenschritte. So, und zwar brauchen wir einmal einen Large Chemical Reactor, der Wasser dauerhaft kriegt. Benzene haben wir hier ja. Und Nitration Mixture. Aber mit dem Weizen kannst du abschminken. Warum? Hast du überhaupt. Haben wir noch auch Weizen? Ja, ein paar Seeds bestimmt irgendwo. Ich glaube, wir haben jetzt alles für Seed Oil durchgeballert. Pff, dann geht zur Farm rüber. So. Oh je, Bewegung. Das heißt, wir müssen das Ding hier mal ein bisschen umstellen, damit wir da einen Channel mehr frei haben. Oder einen Platz, eher gesagt. So, wir müssen jetzt nämlich eine Maschine aufbauen, die Benzene und Wasser dauerhaft bekommt. Dann ist jetzt die Frage, wollten wir jetzt hier ein neues Reservoir aufstellen oder eher nicht? Stimmt, ich wollte vorbereiten. Habe ich natürlich gemacht. Glaube ich dir auf keinen Fall. Habe ich von unten eingebaut, da wo damals das alte ISIS-Team stand. Ah, okay. Da also. Ja, ja. Das ist aber großzügig von dir. Da eins. So, das sind drei Sachen, die da rein müssen. Und ich habe natürlich keinen von denen mitgenommen. Da sind sie. So, dann das Ding. Da kommt das Ding hin. Mal kurz ein bisschen Inventar clearen. Das Ding. Dann brauchen wir zwei Outputs. Ein, was wir direkt wieder ins ME-System importieren wollen. Das heißt, das ist auf dem grünen Channel dann drauf. Ne, wir wollen beides eigentlich ins ME-System direkt wieder importieren. Genau. Dann brauchen wir noch Nitration Mixture. Das heißt, da brauchen wir noch einen Input Hatch. Und eigentlich war's das dann. Ich glaube, Maintenance Hatch fehlt ja noch. Warum ruckelt das eigentlich so bei mir? Bei mir ruckelt das hier hinten ziemlich. So. Was hast? Und Incomplete Structure. Warum Incomplete Structure? Energy Hatch vergessen, ups. So, und das Ganze braucht jetzt nämlich EV. Da. EV. Ich pack's mal lieber auf die andere Seite hin. Hier könnte es ein bisschen zu eng werden demnächst.
Also ich baue jetzt nicht komplett nach Plan, da ich nicht ganz genau weiß, wie viel Platz wir brauchen. Für die, die sich jetzt wundern. Also, das bedeutet, wir brauchen... Fluid Conduits, die bitte auf einem eigenen Channel, ich weiß gar nicht, haben wir blau schon? Ah, stimmt ja, wir haben ja das Cyan hier. Okay, das heißt, dann nehme ich jetzt einfach mal Light Gray. So. Also, wir brauchen Nitration Mixture, wir brauchen... Nee, Stimmt, das kann ich darüber nicht auch machen. Naja, wir machen eh nicht zu viel. Wir wollen das hier ein bisschen abgekapselt lassen, das Nitration Mixture. Das heißt, das kommt von hinten rein, dann Benzene und Wasser. Heißt einmal das, Benzene und Wasser haben wir sogar beides drin. Interessant. So, das heißt, hier muss noch einer ran. Und zwar auf Light Gray und beides ist drin. Wunderbar. Dann muss ich zwei neue Festplatten formatieren. Eine soll nämlich Nitrobenzene bekommen. Und eine Diluted Sulfuric Zeug. So. Danke. Homezentrum. Gut. Stimmt, Benzene können wir hier eigentlich auch schon direkt raussuchen. Das ist ja auch dauerhaft schon. Da ist Benzene. Das heißt Benzene, das und das. Dann kann das nämlich auch direkt ins ME-System reinkommen. Und zwar Extract auf Grün und Extract auf Grün. Und ich wollte die Teile noch einspeichern. Nicht Intelligenzbolzen. So, das jetzt nehme ich hier einmal safe, einmal hier safe. Gut, dann steht das jetzt soweit. Hier muss jetzt noch der Kanal für Strom ran. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Channel das ist. Das ist braun. Kommt das hin? Ja, da läuft aktuell noch Benzene, aber das wird natürlich dann im Laufe der Zeit auch durch Nitrobenzene ersetzt. So, das heißt, braun soll da rein, dann sollte er jetzt eigentlich was bekommen, oder? Ne, wir haben keinen Benzene da übrig. Okay. Dann nicht. Gut. Okay. Maschine Nummer 1 steht. Da muss jetzt rein. Beziehungsweise eigentlich will ich da noch einen Stopper irgendwie reinmachen. Wobei andererseits ist das nicht fast egal, wenn wir das voiden. Nee, ist es eigentlich nicht.
Das heißt, wir müssen überlegen, wie können wir das Ding an- und ausschalten. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage, wie ich das jetzt an- und ausschaltbar mache. Weil es gibt dieses Fluid-Detektor-Kram. Ich weiß aber nicht genau. Okay, gucke ich mir an, wenn es soweit ist. Gucke ich mir dann gleich an. Also, das heißt, wir brauchen hier jetzt das Nitration Mixture. Nitration Mixture an sich wird aus Acid und Sulfuric Acid gemacht. Kann man auch im Multiblock-Mixer machen. Werden wir wahrscheinlich auch demnächst austauschen. Problem ist nur, das Ding kostet aktuell eigentlich gar nicht mal so viel. Das meiste haben wir davon. Warum wollten wir jetzt nochmal keinen Multiblock-Mixer nehmen? Aber keine Ahnung. Dann würde ich einfach mal sagen, ich baue einfach ein. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, warum wir den nicht mehr nehmen wollten. Also es hatte einen Grund, warum wir gesagt haben, Multiblock-Mixer eher nicht. Aber mir fällt jetzt eigentlich, wenn ich das so angucke, kein Grund ein, der dagegen spricht, den zu bauen. Außer, dass es irgendwie ziemlich leckt. Weil das IV-Glas hast du ja auch schon gemacht. Ja. Genau, das ist das Tungsten-Steel-Glas. Moli. Ach. Jetzt weiß ich, warum ich die Dinger nicht gesehen habe. Ich habe im Output-Feld geguckt und nicht in den Maschinen gesucht. Gut. Dann sollte es eigentlich der Rest alles da sein. Ja. Start. Dann brauche ich Titanium Turbine Casing. Haben wir noch nicht. Und die Multi-Use-Teile. So, Sampler ohne Programm. Warte mal, wie weit sind wir jetzt eigentlich schon? 18 Minuten schon. Das wird knapp. Eigentlich wollte ich damit heute fertig werden, aber ich habe das doofe Gefühl, das wird nichts mehr. So. Schade, die Ho nutze ich trotzdem ab. Ja. Was gerade als erstes beim Ernten? Weil die sich verbrauchen. Naja. So, mit Programm 1. Wahrscheinlich auch EV. Nö, LV. Aber wir hatten hier doch einen Sampler mit Programm 1. Ja. Ach, den hast du, glaube ich, zu viel aufgestellt. Also, wie viel brauche ich davon? 26 angeblich. Ich mache mal 30. Wir werden von denen eh noch öfters welche brauchen. Und das war was andere Casing. Und zwar hiervon zwei. Ah, Blue Steel. Oh, sag mal bitte, wir haben Blue Steel schon. Ja, ob schon. Aber nicht automatisiert. Okay, es gibt Blue Steel Frameboxen schon, aber nicht die Rods. Ich glaube, die Frameboxen war ich. Ja, ich wollte jetzt nichts unterstellen, aber das war auch meine Vermutung. Ey, ich sag mal so, nach der Steel Frame habe ich alle anderen Frameboxes da eingefügt. Aluminium Inver sind die einzigen, die ich nicht gemacht habe. Ja, gut. So. Ja. Das heißt Programm 11 und das Dust ist mit Programm 16 ein Mixer.
Haben wir mit Programm 16 einen Mixer? Ich befürchte ehrlich gesagt nicht. Boah, was läuft denn hier alles noch durch? Achso, Stainless Steel ist alle. Das erklärt so einiges. So, was habe ich gesagt? Stainless Steel ist alle. Mit Programm 16, außer natürlich, wir haben Brass schon automatisiert. Dann können wir uns einen Schritt sparen. Haben wir tatsächlich? Dann nehme ich, glaube ich, doch das andere Rezept. Steel, Black Steel. Ah, ne, Rosengold haben wir nicht. Gut, hat sich erledigt. Also, ich brauche einen Mixer mit Programm 16. Ich glaube, sowas haben wir nicht. Also, wir haben, glaube ich, gefühlt alles außer Programm 16. Aber auch. Also, Stainless Steel wurde aufgefüllt. Ah, kannst super. Danke. Nutzen. Sei sparsam. So, 2900. Da ist der ganze Chrom hin. Der, die das ganze Chrom. So, 2. So, wie das habe ich gemacht, dass du 1, 14. Ja, wir haben tatsächlich keinen mehr. Auf? Shit. 16. Und Flame? Ja. Ich weiß ja nicht, aber... Tobi, da funktioniert etwas bei deinen Maschinen nicht. Sind das nicht immer noch die gleichen? Ja. Du hast deine Aufgabe noch immer nicht erledigt. Mittlerweile... Mit Programm 2 haben wir auch keinen Mixer, oder? Nicht? Ach, ich baue einfach mit 16 auf und fertig. So. Ach, Mist. Doch, mit 2 haben wir hinten einen. Echt? Ja, da ist sogar genau ein Platz frei. Okay. Ja, gut, dann haben wir wieder irgendwelche Rezepte, die wir eigentlich nicht brauchen. Darüber läuft Stainless Steel, Vibrant Alloy, Conductive Iron. Conductive Iron? Über den Mixer 2. Jo. So, dann. Brass haben wir und jetzt brauche ich nur Programm 1. Ist ein bisschen weniger. Also Programm 1 haben wir definitiv mehrere, das weiß ich. Xor? Nein, ein, wenn. Ne, ich glaube 2 oder 3 auch. So. Dann brauchen wir diese Multi-Use-Casings. Ne, die werden schon hergestellt. Hä? Wofür? Hä, wofür braucht ich die denn jetzt? Multi-Use-Casing? Das... Okay, ich bin verwirrt. Ach so, für die, die Dinger. Gut. So, heißt, da kommt jetzt gleich ein Multi-Block-Mixer hin. Heißt, den anderen Mixer brauche ich nicht mehr. Beziehungsweise die beiden anderen Mixer brauche ich nicht mehr. Gut. Mache ich mal ein bisschen Abstand und ich möchte gerne hier den Output-Hatch haben, den ich nicht mehr habe. Output-Hatch. Ach. Flame. Ja. Warum geht der Output-Hatch nicht? Weil er dich nicht mag. Merke ich schon. Wir haben so viele Sachen, die kaputt sind einfach. So Chrom. Hey? Warum? Hä?
Ja, böse, böse. Tobi ist mir jetzt vorgekommen. Hast du ganz zufällig mein Chromdust, was hier hinten drinne war, als Impure-Variante geklaut? Du meinst das Chromite? Oder? Ja? Ja, vielleicht habe ich es geklaut. Was wolltest du damit machen? Wolltest du damit Chrom machen? Ja. Dann guck mal bitte in den Elektrolyzer rein. Wenn das in Ordnung für dich ist. Ein Überbleibsel da. So, Tank. Nicht 1000 Stück. Nur das weiterleben. Start. Start. So, warum funktioniert der Tank jetzt nicht? Das ist ein bisschen nervig gerade. Vor allem, weil wir schon wieder bei 28 Minuten sind und ich immer noch nicht fertig bin. Tank läuft doch. Nee. Gerade hat er doch Sachen gemacht. Ja, aber ab jetzt nicht mehr. Ich habe eine böse Befürchtung. Kannst du einmal kurz bitte mit nach unten kommen? Es könnte das Dust sein. Nee, glaube ich nicht. Hat am Anfang Probleme damit. Irgendwann ging es, ja. Nee, hier ist Obsidian-Glas drin. Oh, was? Hä? Ach. Wie heißt das Glas, was du herstellst? Boho, irgendwas. Tungsten-Boho. Nee, die Stufe davor. Ich bin einfach Boho ein. Boho Silicates. Boho. Ah, hier. Yep, du hast nämlich zwischendurch jetzt ein paar Sachen umgestellt. Klasse. Gestellt. Die Dinger, die sind eingestellt, dass die Substitution sein können. Achso, ja, keine Ahnung, was es heißt, aber danach hat es funktioniert. Ja, aber dadurch hast du es jetzt das gesamte System kaputt gemacht. So, hä? Das Problem ist, dass das Rezept für die Tanks erwarten Obsidianglas. Ja. So, Obsidianglas ist ein HV-Tier-Item, genauso wie das Boronglas. Okay. Und er versucht, oder er holt sich jetzt quasi ein mögliches Rezept. Das heißt, er kann wahrscheinlich das Obsidianglas nicht herstellen, doch. Hä? Hey? Warum will er für Obsidianglas Brosilikatglasblock machen? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also, im Endeffekt, das Problem ist, dass er... Wie soll man es erklären? Ja, genau. Er kann nämlich... Doch, er kann Signal Glass. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Problem ist, wenn er zwei mögliche Rezepte hat, nimmt er eins davon random, sofern du eingestellt hast, dass er das Rezept als Substitution nutzen kann. Problem ist aber, wenn der Block dann ins ME-System reinkommt, kann er das für das Folgerezept, also in meinem Fall jetzt den Tank, nicht nutzen. Das ist verbuggt. Und deswegen haben wir das überall auf No. Falls du dich ganz am Anfang daran erinnerst, wo ich 3-4 Mal alle Rezepte umspeichern musste, genau das war der Grund. Viel zu lange her. Ja, das Problem ist, wir können jetzt gleich offscreen alle Rezepte durchgehen und überall wieder No eintragen. Bei jedem Einzelnen? Alles, was du geändert hast, ja. Und müssen dann gucken, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Alles, was ich geändert habe, ich habe nix alles geändert. Alles, was du mit Yes eingespeichert hast, muss auf No. Ja, das sind 2 Stück. Ich habe mindestens 3 gefunden. Es? Ja. Gut. Aber, wie gesagt, wir gucken da gleich mal eben nach. Fixen das dann hoffentlich. Und müssen dann jetzt mal gucken, warum das bei dir nicht funktioniert hat. Ich würde aber sagen, bevor ich mich jetzt noch weiter aufrege, weil ich jetzt wegen dir nicht wirklich vorangekommen bin. Ja.
Hä? Passiert mal. Ich muss nur diesen einen Mixer finden. Wenn ich mich irre, ist das der. Dann sind das alle drei, mit denen Probleme hatte. Und das war's dann. Wer gibt nicht, Busch? Doch, du hast auch noch bei den Borosilikat Dustbar. Hast du es auch noch falsch eingespeichert? Was? Ich hab's schon gemacht. Wo ist der Mixer hin? Ja, also wenn es wirklich nur bei den drei ist, dann okay. Alternativ dann haben wir ein Problem. Nö, das waren nur die. Okay, hoffe ich ja, einfach guck mal. Das war sogar no. Ja, dann sind das nur noch die zwei, die ich jetzt hier hab. Aber viel Spaß, das dann zu beheben, weil bei mir funktionieren die danach nicht. Ja, wie gesagt, wir gucken uns das gleich mal eben offscreen an. Gut, dann würde ich aber sagen, bevor ich mich jetzt noch wieder aufrege, weil ich wieder nichts geschafft habe wegen dem Scheiß. Vielen Dank, dass es gut klappt. Das passt jetzt zum Schluss. Ja, ich warte seit ungefähr 10 Minuten auf den Tank. Oder auf die Teile. Vielen Dank, dass du geguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Be real.